Moin, ich bin Sam von Maris von Geeks Live Luxemburg. Wir sind hier auf der FAQ 2015 mit dem Uni-Cosplay Kali Club, der auf der Gamescom den ersten Preis gewonnen hat, der auf der LuxCon den ersten Preis gewonnen hat, aber auch auf der FAQ heute den ersten Preis am Cosplay gewonnen hat. Wie geht der? Ganz gut geht mir. Wie viel ist es da noch bei so vielen Konkurren den ersten Preis zu gewinnen? Richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Kannst du uns über den Barbaring Cosplay erzählen? Und das ist verdammt warm und ein verdammt warmes Wetter. Also daran geht es richtig für die. Nee. Ich tue gerne nun, das ist momentan mein Lieblings-Cosplay, das ist auch mein echt und größtes Cosplay. Also mit Rüstung und allem drum und dran. Ja, gefällt mir richtig gut. Ich stehe nochmal gerne rum. Das ist dein echter großer Cosplay, was du gemacht hast. Das ist richtig. Wie viel Kilo holt denn? Wenn ich sage und schreibe, 30 Kilo. Okay. Wenn ich jetzt vom Skat raus muss, muss das wirklich Spott das innen und zu tun. Ja, da war es dann schon ein bisschen heftig. Da geht es kaum einen Express geworden. Gehst du so Blitzkorn? Frisst du schon? Ja, ich freue mich mega. Du siehst super aus, aber das ist nicht so cool. Nee, ich meine, für Discord ehrlich. Ich will immer nichts. Aber wie lange sitzt du dabei, bei dem ganzen Cosplay zu machen? Schon ein ganzes Jahr, das ist nicht wahr. So, letztes Jahr nur der Gamescom gefahren, das Jahr auch für der Gamescom Fletch. Okay, das war noch ganz schlecht. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, die Verbarung zu cosplayen? Ja, das ist am Anfang so. Ich habe schon ein bisschen lange Sicht für eine Rüstung zu bauen, weil mich daran viel interessiert hat. Und keine wirklich Möglichkeit fand, den irgendwann umzusetzen, dass das funktioniert, auch bei meinem Körper. Und da habe ich auch am Internet gesehen, das hat einen Kurslegen gehabt in seiner Rüstung. Das war It's Raining Man, ganz gut Cosplayerin. Ja, und weil Diablo 3 eben Spieler ist, würde ich ganz gerne spielen und Barbarin zurzeit wirklich mein Lieblingscharakter ist, bin ich gedacht, probieren wir. Und ja, das ist richtig gut gehen. Was hat dich eigentlich inspiriert bei, also mit Cosplayen am generellen umzufangen? War schon immer schon gern um alle Charakterbereiche geschützt. Siebte von Mittelalter fast oder auch schon als klein kommt. Immer schon gerne in Kostümer gedrohen, immer schon gerne nicht so geholfen wie derjenige, die hier im Rad im Kostüm war. Ja, Cosplay hat man dann auch wirklich zugesucht. Ja, cooles Hobby, Bastlerei und nicht gerne. Zeichnen werde ich auch dabei machen, für alles Sinn zu machen, wenn alles funktioniert. Also einfach so perfekt im Hobby. Wie lange Cosplay wusst du hast? Was tust du? Und was brauchst du noch? War schon auf meinem Fußgeg, den relativ bekannt aus Luxcom. Und ich dann eher mit dem deutschen Bereich. Viel schon mehr Personen gelaufen. Dann habe ich eine Maske nachgedacht. Das ist ein Hanya-Mask. Das ist ein Dämon aus japanischen Dämon halt. Ja. In der Barin, was dann nicht groß sind. Und die nächste Video, die ich noch geplant habe, das sind Saria aus Overwatch und den Imperius, den Herzengel aus Diablo 3. Der BlizzCon, wärst du noch den Barbar-Cosplay top? Hatte ich vier. Ich muss jetzt gucken, wir stehen dann halt in der Transporterin. Aber ja, schon vier, die 100 Sekunden. Okay, dann wünsche ich mir da viel Spaß dran. Merci. Ja, merci auch. I'm telling you, fuck, there's no watching for the whole world. So get
Nase, und Nase, natürlich, am Match, ich mag jetzt